Was würdest du mit 35 Milliarden Euro machen? So viel gibt die Stadt Hamburg in den Jahren 2023 und 2024 aus. In der Bürgerschaft beraten wir in den kommenden Wochen, wofür das Geld ausgegeben wird. Wir haben da ein paar Vorschläge gemacht. Im Supermarkt, an der Tankstelle, bei der Nebenkostenabrechnung, überall steigen die Preise gerade wie verrückt. Wir wollen, dass die Stadt ihren Mitarbeiterinnen die Löhne erhöht. Wir wollen mit dem Geld 4.500 neue Sozialwohnungen bauen. Hamburg baut gerade eine neue U-Bahn-Linie. Das ist wahnsinnig aufwendig und super teuer. Eine Straßenbahn wäre viel günstiger und würde mehr Menschen erreichen. Superreiche zahlen viel zu wenig Steuern und verdienen an der Krise auch noch. Wir wollen eine Vermögenssteuer und eine Übergewinnsteuer einführen. Die Corona-Jahre haben unseren Schulen schwer zu schaffen gemacht. Wir wollen den Schulen mehr Geld geben, damit sie die Folgen der Krise bewältigen.